So, da sind wir wieder und ich habe mal so vorgenommen, mal zwischendurch mal immer mal wieder Tschüss zu sagen, weil, keine Ahnung, ich halt Bock drauf habe. Und wir versuchen jetzt immer noch herauszufinden, wie wir da hochkommen. Es ist mir ein Rätsel. Soll man da überhaupt hochkommen? Das ist hier die Frage. Oder gibt es vielleicht einen alternativen Weg? Kackbratze, ey. Ne, Kackbratzen sind ja was anderes. Ich hasse euch. Verzieh dich einfach nur. Ja, komm. Komm, komm. Oh yeah. Da ist er hinüber. Wir sollten uns auf jeden Fall beeilen, bevor uns die Munition ausgeht. Und, wir quasi mit runtergelassener Hose dastehen. Ich muss hier rauf. Ich muss hier eindeutig rauf. Denn, ich möchte es gerne schaffen und mir ein bisschen Munition besorgen. Aber dafür müssen wir erstmal dieses Addon durchspielen. Sonst kriegen wir das nämlich nicht auf die Reihe. Nein. So, okay. Wer schießt da? Hier gibt's Leben, bis auf die Scheißhalle. Ein Wilder, ne? Super, ey. Genau das ist, was ich mir erhofft habe. Keine Zivilisation, sondern nur Wilde. Das heißt, da muss man irgendwie hochkommen. Aber wie ist hier nur die Frage? Gibt es hier vielleicht einen Weg? Halt, hier gibt es bestimmt Stahlbahn, ne? Ja, ich wusste es doch. Wie alle bei meinem Versuch sterben, irgendwie die Stahlbahn aufzusammeln, das ist irgendwie krass. Schrotpatronen, Kampfflinte. So, werden wir unsere Kampfflinte nochmal verbessern. So, 44 Schaden. So sieht's aus. Eigentlich könnte ich hier auch mit meiner Kampfflinte rumlaufen. Aber ich werde mal Hotkeys machen. So, ich weiß nicht, wieso meine Hotkeys schon wieder verschwunden sind. Ach ja, weil ich gar keine Waffen mehr hatte. Dann versuchen wir wieder mal da hochzukommen. Ich glaube, wir werden die Stahlbahn alle finden, bevor wir den Typ gefunden haben, Alter. Kann ja ewig dauern. Das war eigentlich nicht der Plan. Eigentlich wollte ich zurück. Oh oh. Haha, zwei auf einen Streich. Mentats. Nein, ich wollte den Hammer nicht aufsammeln. Der Hammer kann gerne wieder weg. Wo ist der? Wo ist der? Okay, Einsatzoutfit. Stahlbahn. Nicht nur Stahlbahn, sondern mehr Loot. Ja, laden wir erstmal nach. So sieht's aus. Und dann nehmen wir mal die Stahlbahn mit. So, Red Axe, Red Away und Stimpact. Wir können übrigens gleich nichts mehr tragen. Weil wir wahrscheinlich zu viele Red Aways mitnehmen. Ich wäre raus hier. Mentats. Und wo ist der andere Guffel? Hier in der Ecke. Okay, das war schon. Ich muss mir kurz gemütlich hinsetzen und mein Portemonnaie rausholen, weil das drückt ohne Ende. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So, wieder haben wir Stahlbahn gefunden und wieder sind wir keinen Schritt näher an Wern hergekommen. Wunderschön, wunderschön. So hatte ich es geplant. Nein, eigentlich nicht. Wir müssen hier echt in jede Ecke gucken, sonst sind wir am Arsch. Das sind bestimmt Stahlbahnen. Achso, wir sind wieder im Kreis gelaufen. Erneut erfolgreich. Folge in die Länge gezogen. Oh ja, das bedeutet nur mehr Geld für mich und weniger Zeit für euch. Nein, Spaß beiseite. Stahlbahn. Oh, die Stahlbahnen wiegen etwas. Shit. Gewicht 1. Tschüss, Wein. Red Away wiegt zum Glück nichts. Der Stealth Boy wiegt zwar etwas, aber nicht viel. Das Kakerlakenfleisch kann weg. Coca-Cola kann weg.
Loot-Paket muss ich behalten. Breiter Hut. Oh, ich mag meinen breiten Hut. Ich kann ihn ja nicht wieder anziehen, ne? Oder Hut des Volkes. Das klingt auch ganz gut. Ja, beim nächsten Augenblick, wenn wir es können, werden wir wahrscheinlich das Ding aufbrauchen. Denn wenn ich nichts mehr tragen kann, ist das scheiße für die Stahlbahn. Und ich will, wenn wir schon mal hier sind, alle Stahlbahn mitnehmen. Aber gut zu wissen, dass die Gewicht haben. Könnte nämlich noch scheiße werden. Okay, gehen wir hier hoch. Ach so, wir sind wieder mal um Kreis gelaufen. Erfolgreich die Folge in die Länge gezogen. Oh yeah. Was doch scheiße ist das. Oh, Stahlbahn. So und so. Wieso wiegen die Stahlbahnen etwas? Das ist doch schwul. Muss man mehrmals laufen. Ja. Ich will hier hoch, verdammt. Kann doch nicht sein. Wie kommen wir da hoch? Es ist echt lange her, seitdem ich das gespielt habe. Deswegen verzeiht mir, wenn ich es nicht mehr weiß, wie man da hochkommt. Hier lang war es definitiv nicht. Schauen wir uns mal am besten nochmal ein bisschen um und springen mal auf die Waggons hier drauf. Trock. Na warte, mein Freund. Ich hab schön Muni für dich. Und zwar in your face. Oh yeah, sieht der Hut geil aus. Oh, blaue Zutrittskarte, sauber. Wozu auch immer. Hatten wir nicht sonst immer die rote? Oh, Stahlbahn. Gehen wir mal hier runter. Aber wir haben Besuch, das weiß ich. Oh, zu spät geguckt. Oh, ich erschrecke mich jedes Mal, wenn das passiert, ey. Ach, das ist nur Nachwuchs. Tschüss, Nachwuchs! So, Trog, Haarklammer. Oh Gott. Wieso wiege ich jetzt so viel? Was ist passiert? Was habe ich aufgesammelt? Stahlbahn, oder? Ja, Stahlbahn habe ich aufgesammelt, genau. Lunchbox AD, Gürtel AD, Baby. Schade. Das Ding wiegt 5! Was soll ich denn sagen, Mann? Dinnerteller, was habe ich da für einen Scheiß dabei, sag mal? Robko, okay, den brauche ich. Teddybär, gut, scheiß auf den Teddybär. Unversehrter Gartenzwerg, scheiß auf den Gartenzwerg. So. Ach, leer. Pitsklave, du bist auch nicht der, den wir suchen, ne? Schauen wir uns mal weiter um, ne? Power Plant. Okay. Das sollten wir mal im Auge behalten. Diesmal erschreckt ihr mich nicht. Ach, da kommen noch mehr. Scheiß Trock, ey. Ich hoffe, ich werde euch alle irgendwann eines Tages vernichten. Ausräuchern. Das werde ich mit euch tun. Ob ich da irgendwie hinterkomme? Irgendwie schon bestimmt, ne? Ich bin so ratlos gerade. Ich kann nichts machen, als mit euch hier durch die Gegend laufen und ein bisschen Stahlbahn suchen. Weil ich keinen Plan habe, wo es hier sind. Ah, Pitsklaven zeigen uns übrigens den Weg zu den Stahlbahnen. Das ist interessant. So viel zu den Stahlbahnen. Die haben wir jetzt auch mitgenommen. Versuchen wir mal unser Glück hier oben. Oh, das habe ich gehört, mein Freund. Noch bevor du mich angegriffen hast.
Oh ja, yeah, das hast du verdient. Fall nicht runter, ich will dein Loot. Wo ist dein zweiter? Keine Ahnung, wo der rumhängt. Ach, wir sind schon wieder hier, ne? Oh. Wieder im Kreis gelaufen. Ach komm, ach, das ist doch... Meine Erinnerung sagt mir irgendwas mit dem Ding hier. Irgendwas war hier doch. Genau, hier kamen wir ja mal wieder her, wie immer. Kennen wir ja nicht anders. Ich glaube, wir müssen auf die andere Seite. Nur wie? Auf das Gebäude vielleicht drauf? Nee. Ah, hier kommen wir rein. Gut. Irgendwas habe ich hier ständig versucht. Wollte ich vielleicht hier drauf? Komm, ich weiß, du kannst das, mein Kollege. Ich weiß, du kannst das. Okay, du kannst das nicht, du bist scheiße. Ist hier vielleicht eine Tür oder so? Irgendetwas? Nee. Wir brauchen auf jeden Fall noch den Schlüssel für dieses Powerplant, ne? Okay, da kommen wir nicht rein. War ein Versuch. Wie viel Munition wir für die Schrot haben, ne? 600, krasse Sache. Hier kommen wir auf jeden Fall schon mal höher. Wild Bill. Notiz von Bill. Seitenwaffe von Wild Bill. Es tut mir leid, mein Freund, dass du hier so untergegangen bist. So, Werners Notiz von Medea. M, ich habe einen Ort für das Bündel gefunden. Lassen Sie es zu dem Schuppen unter dem Hochofen im Werkhof schicken. Wenn der Kampf beginnt, wird die Tür offen und mit einem hellblauen Licht markiert sein, um die Trox draußen zu halten. Esche und seine Familie werden bekommen, was ihnen zusteht, okay? Ja, das können wir schon. Ich werde es nicht schaffen, Millie. Es tut mir leid. Ich wusste, dass jeder gedacht hatte, ich könnte es schaffen. Aber die wissen nicht, was da draußen ist. Da gibt es nicht nur Trox, sondern auch noch andere. Die Wilden. Irgendwie lustig, wenn ich bedenke, dass man mir im Stahlwerk den Spitznamen Wild Bill gegeben hat. Die Bahn zu finden war kein Problem. Da liegen überall welche herum. Es ist jedoch ein Riesenproblem, wieder zum Stahlwerk zurückzukommen. Meine bewährte Seitenwaffe hat sich mehr als einmal als nützlich erwiesen. Aber ich geriet bald in größere Schwierigkeiten, als ich bewältigen konnte. Die Schüsse haben die Wilden alarmiert und es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis sie mich aufgespürt haben. Es tut mir leid, dass ich alle im Stahlwerk enttäuschen muss. Sag allen, dass ich mir große Mühe gegeben habe. Lebe wohl. Ach, Wild Bill. Ich nehme deine Stahlbahn und werde deine Mission zu Ende führen. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Soweit ich weiß, müssten jetzt bald die Wilden kommen. Also die Wilden, also ganz viele Wilde. Aber vorher schauen wir uns nochmal hier um. Vielleicht gibt es hier ein Bett oder so, das wir zwischendurch mal nutzen können zum Schlafen. Das wäre ideal. Aber erstmal nehmen wir das hier auch. Bin schon bald wieder überfüllt, ne? Bett. Jawohl. Safe Point. Oh, das wird uns retten. Das wird uns retten. Ich sag's euch, Freunde. Das wird uns retten. Munition nehme ich natürlich auch noch. Das ist nicht gerade wenig. Das habe ich gehört, du scheiß Nachwuchs. Das nächste Mal sei ein bisschen leiser. Ich sehe so cool aus mit der Brille und meinem Hut. Den behalte ich jetzt. Außerdem gibt er mir noch schönen Bonus an Damage, glaube ich. Waffen. Infiltriere 31, ja, 37. Das macht richtig Wumms, würde ich sagen. Werners Versteck. Oh. Werner, was machst du zum Teufel hier in dieser abgelegenen Gegend? Bist du des Wahnsinns oder was? Alter.